Optimierungspotenzial, ein Hörspiel von Johannes Brunner. Guten Tag, Herr Ernst. Guten Tag, Herr Resch. Gut, dass Sie kommen konnten. Nehmen Sie doch bitte Platz. Kaffee? Danke. Kommen wir lieber gleich zum Wesentlichen. Wie laufen die Geschäfte? Tja, leider etwas stagnierend. Das Problem ist, dass einige Modelle nicht mehr rentabel sind. Verstehe. Bitte berichten Sie mir über den aktuellen Status quo. Wissen Sie, der Vorstand ist der Auffassung, dass wir eine mindestens 20%ige Umsatzsteigerung erzielen müssen. Da bin ich mit Ihnen absolut d'accord. Meine Analysen haben sogar gezeigt, wir werden eine 30%ige Steigerung erwirtschaften, wenn wir folgende zwei Problemfälle in den Griff bekommen. Hier habe ich Ihnen die Unterlagen schon vorbereitet. 0815 weist Ermüdungserscheinungen auf und überhitzt häufig. Dies führt dazu, dass die gesamte Produktionskette ins Stocken gerät. Das klingt nicht gut. Welches Baujahr? 2000. Schwache Leistung. Rufen Sie Herrn Stahl an. Er soll sich um diese Angelegenheit kümmern. Das zweite Problem? Wie Sie hier sehen können, hat 007 nach unserem letzten Auftrag schwere Verluste hinnehmen müssen. Ich bin der Ansicht, ein Austausch ist notwendig. Unsinn! 007 ist nach Abfertigung alt. Eine Abschrift käme uns da viel zu teuer. Herr Stahl soll mit unserer Außenstelle in London Kontakt aufnehmen. Die biegen das schon wieder hin. Betrachten Sie diese Angelegenheit als erledigt. Ich habe auch noch eine gute Nachricht für Sie. Das Topmodell 2022 übersteigt schon jetzt unsere Erwartungen. Günstige Anschaffung, ausgezeichnete Leistung und nicht zu vergessen, geringe Kosten. Sehr gut. Haben wir eine Möglichkeit, mehr solcher Modelle zu bekommen? Sie wissen schon. 24 Stunden, 7 Tage die Woche, rund um die Uhr einsetzbar. Sicher. Machen Sie sich da keine Sorgen. Die Krise macht es möglich. Na dann, probieren wir es aus. Am besten mit dem Kollegium aus Asien? Klingt gut. Modell 2022. Kommen Sie umgehend in mein Büro. Sie wünschen, mein Herr? Optimierungspotenzial. Ein Hörspiel von Johannes Brunner. Es sprachen Brigitta Leitner, André Kessler und Johannes Brunner. Produktionsjahr Graz 2022.